Bewegt alle meine Worte in eurem Herzen, denkt darüber nach und achtet des Empfindens, das euch dabei befällt, und dann wollt, dass ihr das Rechte tut und mir zum Wohlgefallen lebt, und ihr werdet den rechten Nutzen ziehen aus meinem Wort. Ihr werdet Segen haben, geistig und irdisch, und in eurer Entwicklung vorwärts schreiten. Ich kann euch keinen besseren Rat geben als den, mein Wort in euch aufzunehmen, so oft es euch möglich ist. Euch wird das irdische Leben dann keinerlei Schwierigkeiten mehr bereiten, denn so wie ihr euch mehr mit dem Geistigen befasst, so wie ihr mehr mit mir lebt, geht das irdische Leben neben euch her, kaum euch belastend und von unsichtbarer Hand gemeistert. Ihr lebt wohl auf der Erde, seid aber nicht ungewöhnlich belastet. Versuch es, nütz jede Gelegenheit, mein Wort zu hören oder zu lesen, und dann bedenkt, dass ihr vernommen habt, lass mich liebevoll mit euch reden, indem ihr mir Gehör schenkt, wenn ich zu euch sprechen will. Jeder Gedanke, von mir gebotenes Geistesgut entgegenzunehmen, ist meine Liebe Wink, den ich euch gebe, um euch zu fördern in eurer Entwicklung. Und diesen müsst ihr beachten, auch wenn es euch an Zeit mangelt, denn ich kann sehr wohl auch die Zeit verlängern, so es nötig ist. Und niemals wird die kurze Spanne Zeit, die ihr mir opfert, verloren sein, weit eher aber ein großer geistiger Gewinn für euch. Immer wieder sage ich euch, denk nicht irdisch. Denn der Vorteil, der euch daraus erwächst, ist wieder nur irdisch und also nicht von Bestand. Was ihr aber geistig schafft und euch erwerbt, das ist überaus wertvoll für die Ewigkeit. Einmal aber ist euer Erdeleben beendet, einmal wirkt sich aus, wie ihr das Erdeleben genützt habt, welche Arbeit ihr geleistet habt, als euch die Lebenskraft zur Verfügung stand. Und dann werdet ihr selig sein, einen Vorrat zu besitzen an geistigen Gütern, und auf dass ihr ständig diese vermehrt, ermahne ich euch immer wieder und rufe euch zu, meine Mahnungen ernst zu nehmen und mein Wort aus der Höhe des Öfteren entgegenzunehmen, weil es die köstlichste Gabe ist, die ich euch zuwenden kann, und weil sie überaus günstigen Einfluss hat auf euch. Lasst mich zu euch sprechen und erwägt meine Worte im Herzen, und eure Erdeleben wird ein friedvolles, von mir reich gesegnet sein. Amen.